Mein imaginärer Freund. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Das ist dann wohl Jodie in ihren ganz jungen Jahren. Läuft nichts Spannendes. Kekse. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Ach, Mutti, komm schon. Sei nicht so eine Spielverderberin. Jodie, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. No. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleine. Müssen musst du gar nichts. Okay, wir könnten rausgehen. Ich möchte mich eigentlich gerne hier noch etwas umschauen. Eine dunkle Garage. Mich das gerade an Wallrider erinnert hat aus Outlast. Wie schlimm. Überall das gleiche gezeichnet.
süßes Häschen. Aber irgendwie bereitet ihr nichts Freude. Hey Feenblüte, willst du mit zu mir nach Hause kommen zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Sind da, na gut, dann los, hier lang. Dass ich mal mit Puppen spielen werde. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hätte ich nicht gedacht. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Oh Mann, Aiden. Wieso tust du das nur? Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Mach ich gleich. Nachdem ich mich hier umgeschaut habe. Mamas Schminkzeug. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Aiden ist außer Kontrolle. Was haben wir da? Mich so im Schrank verstecken? Und was ist das für eine Kiste? Wo wir nicht rankommen. Hallo? Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das Wetter ist grauenvoll. All dieser Schnee. Ich hoffe, das hört bald auf. Kinder sind so anstrengend, wenn sie nicht rausgehen können. Aiden, Schluss damit! Aiden, Aiden, Aiden. Bitte, Jordi. Ich hab zu tun. Okay. Er hat zu tun und antwortet nur auf E-Mails. Eltern. Was soll man da auch schon erwarten? Haben nie Zeit für einen.
Jody, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Darf ich denn hier Jody? Nirgendwo hin? Hast du das Öl geholt? Nein, komm noch nicht. Ich hol's ja gleich, Mutti. Okay. Jetzt muss ich wohl in die dunkle Garage. Das Licht bringt viel. Was für eine gruselige Puppe. Wieso hat man so eine Puppe in der Garage? Ich weiß, dass es kein Horrorspiel ist, aber ich bekomme trotzdem gerade Hühnerhaut. Lass das. Nein, die Tür. Alles super. Danke, Schätzchen. Und jetzt? Darf ich jetzt rausgehen und spielen? Hey Schätzchen, warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Bin schon auf dem Weg. Ich liebe Schnee. Von daher, let's go. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten. Wieso nur in den Garten? Oh Mann. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. So, ich find's schön. Ich weiß gar nicht, was Jody hat. Schubst du mich an, Aiden? Darf ich nicht mit den anderen Kindern spielen? Stopp! Schluss damit! Komm schon, los auf ihn! Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Erwischt! Auf. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling! Das! Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Na dann?
komm schon. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Mama merkt das gar nicht, dabei kann sie uns genau beobachten. Aber gut. Aiden, du bist der Beste. Hey Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Yes, Treffer. Er ist da drüben. Er versteckt sich da hinten. Komm schon, los, auf ihn. Boom. Headshot. Hey, warte mal. Ha. Hey, du kriegst mich nicht. Komm schon, los, auf ihn. Er versteckt sich da hinten. Voll in die Fresse. Ah. Du bist tot, kleiner Mist. Ich hab dich! Nein, nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Sophies! Lass ihn in Ruhe! Nein, Alf, nein! Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jody Holmes ist eine Hexe! Komm mit, komm mit! Wir gehen heim! Komm, komm mit! Geh jetzt ins Haus! Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger! Philipp, nee! Geh in dein Zimmer. Jetzt! Holy shit. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lass das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Jody ist adoptiert.
Trotzdem hat er kein Recht, so mit uns zu sprechen. Oder über uns. Wir sind kein Monster. Jodie ist kein Monster. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Alles wird gut. Mein imaginärer Freund. Sie und so viel Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. Keine Kekse gegessen? 89%. Mann, man hätte doch Kekse essen können. Doof. Garage rechtzeitig verlassen? 69%. Gut benommen? 73%. Schuhkarton übersehen? 81%. Aber den Schuhkarton habe ich ja gesehen. Und jetzt bin ich verwirrt. Der Mann, / Vater, sagt, wir wollten uns um ein Kind kümmern. Was aus meiner Sicht sich so anhört, als ob Jodie adoptiert ist. Aber sie sagt Mami zur Mutter, also ist sie adoptiert, ist sie nicht adoptiert? Keine Ahnung. Egal. Spielt vielleicht gar keine Rolle. Auf jeden Fall ist Aiden manchmal einfach außer Kontrolle und wir können nichts dagegen tun. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Beyond Two Souls. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to call. You lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when
We used to lay on the grass and watch the sun.